Aber gut, dann würde ich sagen, auf geht's. Wir müssen anscheinend in diese Richtung und mal checken, was da jetzt auf uns wartet. Ey, fucking Hyrule Warriors, Mann. Bin ich gehypt drauf. Bin ich fast geneigt, auch zumindest privat nochmal Hyrule Warriors zu spielen. Das war schon richtig. Also, ich finde das Gameplay-Prinzip voll gut, einfach. Dass du halt einfach so ein Dude bist, der alleine einfach 200.000 Gegner auf einmal töten kann, ist halt schon nice. Und halt auch hier direkt Ankündigung fürs Mammutprojekt. Hyrule Warriors. Sequel. Prequel von Breath of the Wild, gefolgt von Breath of the Wild, gefolgt von Breath of the Wild Sequel, Alter. Holy fucking shit. Los geht's, so. Hab ich ein bisschen Bock drauf. Hab ich ein bisschen Lust drauf. Das wird einfach 5 Monate dauern, bis ich das durchhabe, alles, mindestens. Ich fand den Fanservice bei Hyrule Warriors großartig. Das war halt Fanservice done right, finde ich. Also man kann es halt wesentlich schlechter machen, finde ich. Und ich finde Hyrule Warriors hat das richtig gut gemacht. Und vor allem wird ja das Prequel nicht einfach nur so ein lahmes so ein lahmes Warriors-Spiel, sondern es wird ja wahrscheinlich sowas wie Persona 5 Strikers werden. Oder Scrambled, oder was weiß ich, wie ihr es nennen möchtet. Und das ist ja halt richtiger Story-Modus mit Action-Gameplay einfach nur. Ich glaube, das könnte cool werden. Everyone, let's go! Also wäre mega witzig, wenn man in Age of Calamity, hieß das so, auch die Bösen spielen kann. Und ich glaube, das wird halt kein klassisches Warriors-Spiel werden, wo du einfach irgendwie nur Massen abschlachtest, sondern es wird halt schon... Die werden sich da schon bei Persona 5 was abgeguckt haben. Das ist ja auch kein klassisches Metzel-Dich-Durch, sondern es ist ja auch eher so, es ist halt Persona 5 2. Daher... Gehe ich mal davon aus, dass das... Damn, Brudi. Dass das bei dem Hyrule Warriors Spiel auch so sein wird. Das wird dann halt Breath of the Wild 0 sein. Und dass du halt einfach dann diese Engine hast von dem Spiel und einfach diese riesen Schlachten dann zeigen kannst, welche hier auch super passend eigentlich für die Thematik sind. Übelst gut. Hätte ich nicht dran gedacht, dass sowas tatsächlich kommt. Miau. Piu. Worth it. How good are we? Nee, mit Hyrule Warriors hat einfach echt niemand gerechnet. Also das kann mir keiner erzählen, dass irgendwer dachte, ja, das kommt. Wusste ich halt auch nichts von. Halt, ich habe ja meine kleinen Informanten mittlerweile, die zwischendurch immer wieder so ein paar Infos raushauen und auch von denen wusste keiner, dass das kommt. Schon.
schon gut, einfach. Da-da-da-dam. Okay. Spontanmission einfach. Finde ich in Ordnung. Holy shit. Es ist einfach alles auf einmal gestorben. Das ist wohl der Vorteil daran, wenn man einfach 5 Level über allem ist. Ich finde, das ist aber halt auch ein guter Einfall. Ich meine, ja, das ist jetzt dazu da, um die Zeit zum Sequel zu überbrücken, aber ich finde das halt auch keine dumme Idee einfach. Es ist halt eigentlich echt smart, so. Also ich meine, wenn die Warriors-Spiele auch eines sind, dann nicht kurz. Also Warriors-Spiele sind halt schon, die haben eine ordentliche Länge eigentlich. Ich meine, selbst an Hyrule Warriors sitzt du doch 20, 30 Stunden. Das ist doch auch mega lang eigentlich. Ups. Naja, was soll's. So, sie sind alle verzaubert. Das bedeutet, jetzt kann's losgehen. Er macht einfach fucking 40.000 Schaden mit einer einzigen Attacke, Mann. 262.000 Schaden in einem fucking Kampf. Meine Titties sind feucht einfach, wenn ich solche Zahlen sehe. Mega nice. Vor allem kriegen wir mit Breath of the Wild 2 jetzt endlich einen richtigen Story-Modus. Zumindest hoffe ich das. Ich meine, in Breath of the Wild kann ich es halt verstehen, dass sie es gemacht haben, wie sie es gemacht haben, weil die Welt ist halt fucking tot, so da kannst du halt nichts machen. Aber da haben sie jetzt keine Entschuldigung mehr, das alles mit Erinnerungen zu zeigen. Das heißt, es wird ein Intro haben und es wird einen Anfang haben und es wird einen Mittelteil haben und es wird ein Fastende haben und dann wird es einen riesigen Kampf haben, dann wird es ein richtiges Ende haben. Das wird halt richtig schöne Story-Progression, hoffe ich. Dude, ich hab dich geshadow-eyed, Alter. Wie kannst du immer noch, Alter? Ja, jetzt pass auf, jetzt machen sie das halt einfach echt wie ein Animal Crossing. Lass sie einfach fucking sagen, weißt du was? Dude! Jedes Kapitel wird pro Monat released, damit ihr mehr von dem fucking Spiel habt. Instant ist das Spiel meiner Gunst auf Platz 0 gesunken. Schwimmen lernt Link erst im nächsten Update. Ach verdammt. Hä, wo ist denn noch einer? Ach, neben uns, oder? Be
Wird halt interessant. Wird halt auf jeden Fall interessant. Bin gespannt, was uns da erwartet. Freue mich sehr drauf. Wenn Sie jetzt noch die Vorbestellungen für die physische Version aufmachen könnten, fände ich das richtig, richtig gut. Ey, Videospiel Box Art ist generell voll hot. Ich liebe es einfach, physische Versionen zu sammeln, schon alleine für die geilen Cover, die die Spiele teilweise haben. Okay, cool. So geht's auch. Boom. Ja, die werden hundertprozentig Breath of the Wild 2 nächstes Jahr dann raushauen. Was ist die Birthday-Torte für mich, die du gebacken hast? Die ist für Herrn Godor gewesen, weil der heute Geburtstag hat. Jetzt muss ich einmal um den Dude hier herumlaufen, damit ich die Attacke machen kann. Ey, die Torte ist echt richtig gut geworden. Ich bin überrascht, wie fucking großartig die geworden ist, Mann. Also halt, damn, Brudi. Die war nice, so. Legit, die beste Vanilletorte, die ich je gemacht habe, und ich bin überzeugt davon, dass es daran liegt, weil ich einfach richtig fett großartige, so richtig fett großartigen Vanilleextrakt gemacht habe, der einfach seit 6 Monaten in meinem Kühlschrank steht und einfach das Aroma aus den Vanilleschoten zieht, und der ist halt einfach Wahnsinn einfach. Der ist halt richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Deswegen ist auch mein Vanilleeis so mega fucking großartig geworden, weil einfach dieser Extrakt so insane ist. Ich meine, der Präzedenzfall ist ja jetzt da, dass die Wii-Spiele auf die Switch porten und remastern. Daher gehe ich definitiv davon aus, dass wir nächstes Jahr Skyward Sword HD kriegen werden. Jedes Mal, wenn du eine Torte machst, sagst du das so. Ja, weil ich jedes Mal auch besser werde in dem, was ich mache. Ist halt, wenn du irgendwas machst und übst, wirst du irgendwann besser darin. Und dann ist es halt jedes Mal geil. So, ich hab's endlich hingekriegt, so eine Torte richtig zu coaten. Also, dass halt diese Buttercreme, das so richtig gut drumrum ist, nicht einfach scheiße aussieht, sondern es sieht einfach nice aus. Und das ist total toll. Es ist so ein schönes Gefühl, wenn du irgendwas machst, was du Ewigkeiten probierst und endlich klappt es und sieht halt nicht scheiße aus. Ist halt cool. Guck mal, das war mal ein Endboss und jetzt ist es einfach ein regulärer Gegner auf der Map. Na komm, gib mir... Oh, okay. Nee, hä? Okay, dann ist es einfach tot. Das ist in Ordnung.
Da-da-da-da. Okay, das machen wir. Wenn du mir sagst, wo, bin ich dabei. Das ist es nicht. Ich schätze mal, dass ich hier rein muss. Ah, okay, hier ist es. Direkt nochmal. Das ist sogar der ruhige Morax. Voll gut. Schulk braucht mehr rote Attacken, Alter. Nice. Ey, Ocarina of Time HD, ne? Würde ich meine linke Niere vergeben. Mega gut einfach. Ey, Majora's Mask HD würde ich meine rechte Niere vergeben. Und einen Teil meiner Leber. Ich hoffe, dass das halt nächstes Jahr alles auf einmal kommt. Stell dir vor, es ist einfach März, Mini-Direct, Zelda Classic Collection oder so mit, keine Ahnung, Remake von Link to the Past, Ocarina of Time und Majora's Mask 3D. Dann im Sommer die GameCube Collection oder so mit Wind Waker, Twilight Princess und Skyward Sword. Und November dann einfach Breath of the Wild 2. Mit der Switch Pro wohlgemerkt. Wo rennst du hin, Alter? Was passiert hier? Was zur Hölle war das gerade? Hey, total verpeilt, was geht ab? Das Einzige, was ich bei den Switch-Versionen, die dann höchstwahrscheinlich kommen, falls sie kommen sollten, vermissen werde, sind diese Fan-Upgrades, die so ein Fan-Patch in Majora's Mask 3D reinbringt. Also das ist halt irgendwie das Schwimmen aus der Nintendo 64-Version wiederherstellt, dass die Masken für Deku, Gerone und Sora halt auf dem D-Pad legen. Also auf dem Steuerkreuz, dass du die halt einfach nicht ausrüsten musst und einfach Platz gespart hast und so. Das sind halt schon Dinge, wo ich sagen würde, das ist schon ganz nice und durchdacht eigentlich und macht das Spiel auch so ein bisschen besser. Ah ja, das wäre so das Einzige, wo ich sagen würde, das wäre cool, wenn das irgendwie passiert. Aber ich nehme, was ich kriegen kann. Ist ja nicht so, als ob ich meinen Mario 64 Remaster bekommen habe. Halt, wie sehr ich mich gefreut hätte, hätte ich einfach Mario 64 in 60 FPS Widescreen. Mehr will ich gar nicht. Für mich können sie die Texturen behalten. Einfach nur Widescreen, 60 FPS, Moose happy. Oder sie machen es einfach wie bei Halo Anniversary, dass es da so ein Remake-Modus gibt, wo sie einfach das Spiel in der neuen Grafik-Engine machen und dann drückst du auf den Knopf und hast einfach die alte Grafik wieder. Oder du hast einfach direkt so ein Startup-Screen, wo dann steht, willst du die Classic-Version oder die Remake-Version spielen?
Und dann können alle, die keinen Geschmack haben, einfach die Klassik-Version spielen. Und die Leute, die es drauf haben, spielen dann einfach die Remake-Version. Wie krass es einfach wäre. Stell dir vor. Sir Nexus, danke für 33 Monate Treue. Sehen einfach die DS-Version nehmen kann, sehe ich da. Tatsächlich, also die DS-Version ist cool als eigenständiges Spiel. Aber ich glaube, ich mag das Original Mario 64 fast ein bisschen lieber, so zurückblickend. Also diese verschiedenen Charaktere, die waren schon so ein bisschen wack irgendwie. Ich meine, tatsächlich war auch die DS-Version von Mario 64 die erste Version, die ich durchgespielt habe. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich mag die Nintendo 64-Version ein bisschen mehr. Sei es mir tut, so. Weiter geht's! Jetzt nicht mehr mit Sound aus dem Stream. Also, gerade habe ich anscheinend mein Mikrofon ausgestellt. Ich habe die letzte halbe Stunde oder so ohne Mikrofon aufgenommen. Entsprechend dachte ich mir einfach mal, macht voll viel Sinn, den Stream einfach kurz zu beenden. I've been waiting for you. Munka. How predictable. I knew you were going to come. How could you? How could you do this to your own kind? That ain't got nothing to do with it. I'm just having the time of my life here. Ain't that the point? I even get to take out that annoying Monado brat. Oi, Beardy. You're talking pretty tough there. Don't be so sure you can take us all on by yourself. Come on! I ain't that stupid. What's that sound? Ah! You scumbag! Well then, Monado boy! Think you can do it? Can you kill them all? I wonder who's inside. Who could it be? Your dad? Your mom? Maybe that special someone? Aha! Looks like we have our first contestant! Too bad she won't give me much of a fight. It's just like with Zanza. Chala, look out! Too bad she won't give me much of a fight. Shulk? Everyone, watch out for the green claws and the other one's spears. There's something different about them. You catch on quick, boy! You're right! These weapons are special! They were made especially to decompose you, Homs! And no, wait! Any being from Bionis! How can that be? I don't know about all this technical stuff, but it's something to do with that ether! Ether is like the Bionis blood! The fortress sucks its blood out for us! Then we use it to make this green liquid. You monsters! Pretty clever, don't you think? This world suits me just fine, Dunban! Munka, you're gonna pay! I'm tired of your yapping, Mr. Hero! I'm gonna squish you like a slug! Right here, where we shared such lovely memories! Blah. Okay, so, warte. Für alle, die sich immer noch fragen, was gerade passiert ist. Ich habe
in der Aufnahme selber vergessen, mein Mikrofon anzumachen. Also ich habe die letzte halbe Stunde ohne Mikrofon aufgenommen. Also habe ich kurz den Stream beendet, damit ich den Stream gleich ohne Problem runterladen kann. Damit ich nur eine kleine, feine Aufnahme habe, anstatt wieder so einen 7-Stunden-Stream, wo ich dann nur 20 Minuten draus brauche. Und das spart Speicherplatz und Downloadzeit und ist für alle angenehmer. Alles, was es braucht, war ein kurzer Streamstopp. Okay, los geht's. Du. So, okay. Die haben wir erfolgreich verzaubert. Es ist mir nur irgendwie... Wir sehen mich auch einfach alle an gerade, oder? Kann das sein? Bisschen lästig. Ah, okay, es funktioniert. Los geht's. Vielleich können wir ihn auch einfach runterwerfen. Das ist auch sehr einfach. So, dann wollen wir nochmal bei ihm hier. Haben wir auch fast geschafft. So. Nice. Mega gut. Nice. Easy, Mann. Wundervoll. Too much. The Monado is too much. Yes. Achtung, epische Cutscene einfach. You wanted it, so now you can have it, Bunker! I'm better than all of you. You're the one who's finished! Die! Stop! Get out of my way, Shulk! It's Munkar! He's not a Mechon! Have you forgotten everything he's done? Where is your killer instinct? Now is the time! I hate him, Dunban! For what he did to Fiora and the Emperor! So of course I want to get my revenge! Shulk! But... Face Mechon are not like the others, they're people! Like us! Are you really willing to kill another Homs? Yes. Sometimes needs must. Even if it's Fiora. What then? When we set out, I wanted to destroy all Mechon. That was my aim. But now, I know that there are people inside. I have to know why. What's the reason for all of this? Why do Bionis and Mechonis have to keep on fighting? I have to find out why! So, that is your fight. Forgive what he's done. And yet, your words, they ring true. I feel their weight. We have to help Fiora now. We'll worry about the rest later. Right. Did you hear that, Munkar? We haven't got time to be playing around with you. You always had to have the last word! Just die!
No! Just don't move! Die. Stay back! No! No! Not like this! Monka! You went too far, you fool.